この落ちてくるやつ、本当にもうちょっと穏やかにならないのかな。あ、ビビアさん、あのですね、あれは謎迷宮といって。Wovon redet der Junge bitte? Was meint er? Meint er so, nein, jetzt muss ich schon wieder jemandem erklären, was hier los ist? Otada, Korea Bukno Tante Toxinoluk de Monakte. Sokonir Shinigami no Noluk. Das schon. Ja, er weiß schon über alles Bescheid. Angenehm für uns? Du Kleiner. Zutto? Leno Taishits. Das heißt, er hat sie auch wirklich gehört, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Okay, habe ich mir gedacht, dass es so ein bisschen verschwommen für ihn ausgesehen hat. Verstehe. Deswegen hat er erst ab einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, so komisch zu werden, zu wirken. Weil davor, bei den ersten Fällen und beim ersten Treffen und sowas, hat er ja überhaupt nichts gesagt. Ja, das ist es ja. Wie wäre er denn da rangekommen? Ich meine, wir haben gesehen in der einen Erinnerung, dass der Number One offenbar dieses Buch rausgeholt hat oder reingebracht hat. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hat er es ja in seinem Büro gehabt und wir sind ins Büro eingebrochen, weil das vielleicht leichter ist als in den Tresor rein. Ich weiß es nicht. Ja. じゃあ事件の犯人が連続して開始してるのも。いや。そのせいなのかな。いや。謎を具現化した迷宮を攻略することで事件の真犯人は。 Dass der sich das alles so zusammenreimen kann, ist ja unheimlich. ユーマ君はその手ですでに何人。 Ey, jetzt sag ihm das doch nicht, der macht sich eh schon die ganze Zeit fertig wegen diesem Blödsinn. Ich meine, ja und nein. Hey, ihr müsst nicht beide auf mir rumhacken. Es ist ein bisschen... Ich bringe sie ja nicht absichtlich um. Ich mache das ja nur, weil ich keine andere Wahl habe. Ist das keine gute Ausrede? Entschuldigung. Oh Mann. Ja, Mann, vor allem, was passiert mit ihm, wenn er hier vorne herumliegt und schläft? Da kann er ja... Kann ihm was passieren hier draußen? Ich glaube, er muss mit uns mitkommen, er hat keine Wahl. Ist das nicht dasselbe? Ich meine, okay, nicht ganz, aber irgendwie. どういう意味ですか?言っておくけど、私はただついていくだけだから、面倒事は君たちに任せるよ。やる気を出せなんて言わないけど、せめて足は引っ張んないでよね。じゃあ、いつものあれ。 Er hat doch gerade gesagt, so er lässt alles, überlässt alles uns. Hi, hi. Ja, okay. Natürlich.
Wie der Junge mit leider schon so, ja, ja, ist schon recht, mach nur. Bitte. Aber er macht immer brav mit beim Tanz. Ganz, ich meine. Alter, der. Das ist immer so merkwürdig, das vor den anderen zu machen. Jedes Mal, ich meine. Der Vivi muss sich auch noch denken. Alles klar. Das stand nicht in meinen Recherchen. Halleluja! それは謎を切り進むための剣かな。迷宮の中はかなり物騒なようだね。Yo. Elegant wie immer. はい、ご主人様。これが今回の買い鍵ね。 Ich danke sehr. 事件の手がかりってところ。いや。謎を解く準備ができちゃったみたいだね。やる気なくなるリアクションばっか。別にいいけど、いちいち気にしてたらきりないし。This wird schwierig. じゃあ、気を取り直して謎解きに出発。真実を食い物にする真犯人を狩りに行くよ。はあ。できなのか。 Wir müssen laufen. Ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der schlimmste Teil am Ganzen, das Herumrennen. Gut. Erinnert sich an alles? Wahrscheinlich, weil er so viel mit der spirituellen Welt zu tun hat, nicht wahr? Na, großartig. Das heißt, er wird sich an alles erinnern, wenn wir hier raus sind. Ich hoffe, dass das keine Probleme bringt. Ich habe auch ein bisschen was dazu beigetragen, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde das gern sehen. Schau ihn dir an erst. Yo! Hui! Ach, Gott sei Dank, was für eine Erleichterung. Ja, ja, du kannst dich, naja, nicht zurücklehnen und entspannen. Du musst schon ein bisschen mitlaufen, aber sonst hast du Denkpause sozusagen. Kannst alles mir überlassen. Gut, das kleine Stückchen noch. Wupp, 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 wupp. Und das sehen wir schon. Da kommt gleich das erste blutende Ereignis. Oh, da ist der Roboter auf der rechten Seite. Warum steht denn da nichts? Ja, Schweiß, Blut und Aufopferung. Ich meine, zugegeben, ich komme nicht so schnell drauf wie die Meisterdetektive auf diese ganzen Lösungen. Aber ich komme immer langsam drauf, wenn wir durch das Labyrinth marschieren.
ご主人様はどこからこの事件の謎を解いていくべきか、まだそれすら分かってないんじゃない？ Meinst du jetzt, welchen Angriff oder? Ich würde ja gerne herausfinden, wie der Täter hereingekommen ist. Aber vielleicht ist der beste Ort anzufangen, wer, also wie er umgebracht worden ist. Ich meine, das wissen wir ja, ist ja abgestochen worden. Wie der Killer entkommen ist, ist auch ein interessantes Rätsel. Aber wie gesagt, wie ist der Täter überhaupt reingekommen, wäre ganz interessant zu wissen. Offensichtlich. Okay, also ist alles in einer Frage, schätze ich mal. Naja, wahrscheinlich. Ja, wir können es nicht sicher sagen. Es ist zwar das Messer drin gewesen und so, aber... Es könnte ja auch jemand einfach ein Nachahmer sein oder keine Ahnung. Mhm. Huch! Oh Gott, der Typ hier drin, das ist ja wirklich die Hölle. Yomi Hell Smile! アマテラス諸保安部長のお出ましか。そうなんですけど、正確にはあれは謎迷宮によって生み出された。大体わかるよ。要はこの迷宮が生んだモンスターなんでしょう。Genau。そうです。おねえら、寝障りを乱しやがってよ。Das schaut echt aus wie ein Dämon. Das Schwert. Wackel, wackel, wackel. Das ist wie das Schwert von der... Oh, wer hat denn das? Hör aus Bleach. Wenn ich mich richtig erinnere, dieser Typ mit den roten Haaren, der auch ein guter Kumpel dann von uns ist, der hat so ein Schwert, das sich so auseinanderziehen lässt und das auch so ausschaut. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist so lange her. So, was haben wir denn da? Sicherheitsstromversorgung. Die Sicherheitssysteme werden mit einem anderen Stromnetz betrieben. Giftgaseigenschaften. Nochmal so um 30 Minuten. Vielleicht auch so halt einen Schuhabdruck. Okay, lassen wir einfach mal die Stromversorgung. Das Sicherheitssystem deaktiviert. Wow. Oh! Oh, da. Die Sicherheit deaktiviert? Ah, nein, das ist unmöglich. Oh Gott, das geht so schnell hier. Okay, nicht. Ich habe unabsichtlich auf Hindern. Ja, es wäre ziemlich schwierig gewesen, durch die Sicherheitssysteme zum Hochsicherheitslabor zu gelangen. Der Doktor ist gestorben, bevor wir reinkamen. Was bedeutet, dass meine Uhr läutet? Was bedeutet, dass es einen weiteren Eindringling gegeben haben muss, wie dem auch sei? Sehen wir uns die Lösungsschlüssel nochmal an. Suchen wir einen Beweis. Boah, ich weiß nicht mal, wo ich das hin... Ich glaube, es ist die Sicherheitsstromversorgung. Ihr habt das Sicherheitssystem deaktiviert? Nein, okay, das ist es nicht.
Meist habt ihr nicht das Sicherheitssystem. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Also, aber der Doktor war bereits tot. Es muss einen Eindringling gegeben haben. Okay, also es muss die Stromversorgung sein, oder? Oder nein, aber es ist ja nicht. Oder meint er den Schuhabdruck? Ah, das ist auch nicht. Wir wissen nicht, wie er vorbeikam. Der Schuhabdruck stört mich allerdings noch. Der war vorher nicht da. Nein, ich erinnere mich nicht daran, einen Schuhabdruck gesehen, als Armapel in die Luftschleuse ging. Ich verstehe, mit diesem sollte ich belegen können, dass jemand anderes drin war. Okay, also es ist auf jeden Fall der Schuhabdruck, den wir benutzen müssen. Aber ich muss herausfinden, wo. Okay, jetzt aber. Herst. Ja, ganz komisch getreten, aber von oben so, hä? Das stört ihn überhaupt nicht. Immer so unhöflich. Hallo? Ah. Zurückweisen. Nein, nein. Nein, nein. Was? Was redet er denn da? Warte, wir müssen... Was? Wir haben bewiesen, dass es keinen Eindringling gab? Wie? Wieso? Was? Ist das ein Übersetzungsfehler jetzt gewesen, oder... Ich glaube schon, oder? Weil wir haben doch gerade bewiesen, dass da jemand drin war. Wo ist er dann hingegangen? Nein! Wow. Okay, es war sonst niemand da. Moment einmal, Moment! Ein Grundriss des Labors. Das geht so schnell hier. Luftschleuse, dieses kann man austreten. Die Abdeckung ist gefickt, aber über ein Scharnier und das öffnet Schlüssel. Anders als beim... Ja, kann die Abdeckung nicht geöffnet werden. Keine Ahnung. Oh. Im Labor... Was? Was steht da oder meint ihr... Was? Ich kann das ja nicht mal lesen! Ich bin so verwirrt. Was redet er denn? Es stimmt, dass wir, nachdem wir das Sicherheitssystem deaktiviert hatten, niemand in Richtung Labor gesehen haben. Wie konnte sich der Täter vor uns verstecken? Lass uns erstmal die Lösung finden. Vielleicht findest du eine... Fuck, was war das denn für ein Soundeffekt jetzt? Vielleicht das da? Die Abdeckung ist vergittert, verfügt aber über ein Scharnier, um das Öffnen und Schließen zu erleichtern. Dass er sich da drin versteckt hat. Ich kann nicht mal lesen, was der sagt. Das... Wo ist er dann hingegangen? Hey! War sonst niemand da? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Im Labor kann Mensch sich nirgendwo verstecken. Also ich glaube, da muss ich das einsetzen. Oder meint ihr sicher... Was? Er ist entwischt und ihr habt es verpasst. Das ist augenscheinlich unmöglich. Ist das nicht lustig? Bewiesen, dass das Verbrechen begangen zu haben. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Hier. Ja, okay, gut. Ey. Das geht so schnell. Ich weiß, das sieht wahrscheinlich nicht so aus. Auf dem... Video, aber das ist urschnell.
Vor allem bei Barbara. Dem auszuweichen ist es nicht so leicht. Ja. Siehst? Die Idee hatte ich damals eben, wie wir das untersucht haben, ist mir das aufgefallen, dass er so halt entkommen hätte können. Die Frage ist aber, wie er reingekommen ist, das weiß ich noch überhaupt nicht. Dramatische. Naja, es ist erst der Anfang des Labyrinths, also die! Okay. Gab es einen Eindringling? Ja! Wieso? Natürlich. Musik hört immer so abrupt auf. Was ist denn da los, hä? Du solltest besser nicht sagen, dass du nicht weißt, welche du nehmen sollst. Nein, nein, keine Angst. Was ist denn hier los? Wie sieht denn das aus? Der ganze Schleim, Nickelodeon Slime? Der Roboter? Was ist mit dir? Das Geheimnis fängt gerade erst an. Keine Ausrutscher, Meister. Ja, ja, es gab auf jeden Fall einen Eindringling. Das haben wir ja gerade bewiesen. Jetzt habe ich mich verlesen. Es steht, gab es keinen Eindringling. Ja. Und es wird noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, was uns da alles erwartet. ごめん。ごめん。とりあえず進みましょうか。侵入者が誰かと間違いないよね。アマタンが誰かとぶつかったのは確かだし。いや、あ、犯人は入ってきたアマタンとぶつかったんだろう。 その後、犯人はすぐに外へ逃げるつもりだったんだろうけど、僕らが重要研究室の前室にいたせいで。だから一旦除染装置の中に隠れて僕らやり過ごそうとしたんじゃないかな。じゃあ、ユウマ君が現場に向かう時に。いや、dann hätten wir den Täter entdeckt. Als ob da irgendjemand, weißt du, wir haben nur gehört, wie er geschrien hat, wollten schnell rein. Und stell dir vor, du gehst so rein, bist du, warte, ich muss erstmal die Ventilations-Ding checken. So, wer kommt denn darauf? Ich weiß nicht. Also bitte. Ja, wir können daran jetzt eh nichts ändern. Und es ist ja nicht nur. Es warst ja nicht nur du anwesend. Ach, da geht's jetzt schon schneller los. Es war ja auch die Suhiko und die Fubuki da. Die hätten ja auch was sagen können, aber haben sie nicht. Und ich wette dir, dass Halara und Vivi auch nicht drauf gekommen wären. Also, pff. Wie kam der Täter ins Labor? Das ist die große Frage. Das ist jetzt doof. Ach, großartig. Oh, der hat sogar ein Buch mit. Okay, cool.
Du bist ja ganz gewieft. Ich überlasse es dir, dieses Problem zu lösen, Yuma. Danke. Zeig diesem nichtsnutzigen, anämischen Vampir, was deine mörderischen Schlussfolgerungen drauf haben, Meister. Oh Gott, wie kam der Täter ins Labor? Er ist gar nicht erst reingegangen. Er muss ja drin gewesen sein, oder? Deaktivierte Sicherheitssystem durch Stromunterbrechung und vom Doktor hereingebeten. Aber es war ja nichts unterbrochen. Vom Doktor hereingebeten? Aber warum hat der Doktor dann so gesagt, oh, wer sind Sie? Ich schau mal die Lösungsschlüssel kurz an. Okay, also ich habe jetzt alle Lösungsschlüssel, bin ich nochmal durchgegangen und es macht keine Antwort Sinn. Es wird überhaupt, weil vom Doktor hereingebeten geht nicht. Weil das Sicherheitsprotokoll sagt, dass seit 90 Tagen das ganze System nicht ausgeschalten worden ist. Erst als wir es ausgeschalten haben. Aber davor ist es 90 Tage durchgehend gelaufen. Das heißt, der Doktor hat ihn nicht reingebeten. Er ist gar nicht erst reingegangen, macht überhaupt keinen Sinn, weil er war ja eindeutig drin, es war ja jemand drin. Und das Ding ist, die deaktivierte Sicherheitssystem durch Stromunterbrechung geht auch nicht, weil das Stromnetz vom Sicherheitssystem, vom Doktor und vom Labor und so weiter, das ist ein anderes als das, was den ganzen, das ganze Licht ausgemacht hat im anderen Teil des Labors. Keine der Antworten stimmt. Das macht überhaupt... Hä? Also das Sicherheitssystem konnte eh nicht deaktiviert werden, weil wir sind ja auch rumgerannt, wo es noch aus war. Mit Notstrom nur versorgt und... keine Ahnung. Ja, vom Doktor rein... Vielleicht... Vielleicht, ja. Also vielleicht, weil der Doktor ist ja ein schlauer Mensch. Also vielleicht hat er ihn jemanden reingebeten und hat es dann aus dem Protokoll gelöscht. Weil er dem Täter vertraut hat. Aber es macht halt auch keinen Sinn, weil warum hätte er dann geschrien, wer sind Sie? Er hat ja geschrien, als ob er nicht gewusst hätte, dass da wer ist. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Ist das deine Wahl? Ich meine, keines von den dreien ergibt Sinn. Das Sicherheitssystem kann auf keinen Fall deaktiviert worden sein. Durch den Stromausfall, weil die nicht miteinander zusammenhängen. Und es war auch noch immer aktiviert, wie wir versucht haben reinzukommen. Und es muss ja jemand drin gewesen sein, das haben wir bewiesen, also vielleicht ist das wieder irgendwie, naja, wieder. Es gab ja bis jetzt noch nie so komplett falsche Übersetzungen. Aber manchmal gibt es solche Dinge, also vielleicht ist, weißt du, wie sie so waren, ja, das Spielzeug. Benutze ein Spielzeug. Und ich war so, what the fuck do they mean with this? Und wenn sie gesagt hätte, benutze den Roboter oder sowas, dann wäre es logischer gewesen. Aber das wäre vielleicht zu einfach gewesen. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Oh, oh Gott. Der hat uns voll geschlagen. Trappe. Ja, eh. Okay. Scheiße. Sterbe ich jetzt? Kriege ich ein Game Over Screen? Also, ey, ich mache hier nicht mit. Ich bin nur existent. Oh. Ja, okay, dann ist es halt die Stromversorgung, aber es ergibt für mich keinen Sinn. What the fuck is this shit? Boing! Ah, boing! Das wirkt aber so, als wäre ich richtig gegangen, obwohl es falsch ist. I'm so confused!